Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung mit Heiko Behrendt. Ich freue mich, dass wir auch heute zweiten Tag oder am dritten Tag der Woche auch ein Live-Trading wieder zusammen hier veranstalten können. Und ja, ich freue mich natürlich auch, dass Sie live dabei sind, dass TraderPulse und Twitch wieder mal dabei sind und schauen uns gleich mal den Risikohinweis an. Aber natürlich möchte ich mich auch kurz vorstellen für alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße im Namen von FX Flat und möchte Sie darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung hier nur zu Schulungs- und Informationszwecken dient. Ganz wichtig, bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Auch wenn der Heiko vielleicht der ein oder anderen Trade heute macht. Am Ende sind Sie für Ihr Trading selbst verantwortlich und müssen natürlich Ihre eigene Entscheidung treffen. Sehr gut, ich bin mal gespannt. Heute habe ich gehört, gibt es Ausbildung, welches Thema der Heiko mitgebracht hat. Und natürlich dann werden wir uns auch zusammen den Chart anschauen. Aber erstmal Heiko und das Thema für heute. Ist mir gerade entfallen. Nee, Quatsch. Also wir machen gleich ein bisschen Ausbildung. Ich will noch schnell muss noch schnell was eintragen, habe ich gerade gesehen. Da fehlt. Ich habe irgendwie zu spät gespeichert. Nochmal teilen. Immer, wenn du spontan ein Thema dir ausgesucht Ja, hast, ne? ist es immer gut Dann geworden. wird es richtig gut. Ja. Ja. Genau. An der Stelle darf ich euch aber erstmal recht herzlich begrüßen, bevor ich jetzt den Bildschirm euch gleich teile. Und ja, freue mich, dass ich auch hier wieder bei FXFET wieder mit dabei bin. Und ja, mein dritter Tag, heute so ziemlich mein erster Handelstag auch gewesen, der sogar ganz gut war. Und da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn ich jetzt hier meinen Bildschirm euch übertrage. Schön, dass ihr so zahlreich auch erschienen seid. So, und dann mache ich jetzt hier den Bildschirm übertragen. Ich habe ja durchaus überlegt, es heute auch per OBS sozusagen mich mit Bild zu übertragen, aber ich habe festgestellt, dass leider OBS frisst, warum auch immer. Ich habe irgendein Plugin installiert, irgend so ein Management-Teil. Und wenn ich OBS jetzt anmache, ist es so, 70% meiner CPU geht für OBS drauf und das ist mir ein bisschen too much. Deswegen habe ich es wieder ausgeschaltet. So, ihr seht das Thema Chart plus Level 2 mit dem MetaTrader 5. Warum das Ganze? Ja, am besten ist doch Ausbildung immer an was zu machen, was halt aus der Praxis kommt, aus der Realität, nämlich heute. Und ich stelle euch heute so mal meinen Trade vor und auch den Vorteil, den ihr mit FX Flat habt, den Stereo Trader Level 2, war heute wieder eine super Kombination. Es ergibt sich jeden Tag, aber ist einfach schön, sowas zu haben. Und ich denke mir, das kann man ja wohl am besten erklären, wenn man sozusagen die Theorie, die es auch bei mir in meinem Grundkurs gibt, in die Realität bringt. An der Stelle noch ganz kurz der Hinweis, der Grundkurs Skype Trading ist auch aktuell noch buchbar. Ich habe die Aktion verlängert, weil auch heute wieder eine Mail kam, nochmal eine Frage beantwortet wurde oder mir gestellt wurde, die ich beantwortet habe. Hier nochmal kurz der Hinweis an der Stelle. Wenn ihr über FX Flat Hashtag 24 das Ganze bucht, bekommt ihr aktuell 300 € Rabatz und spart euch. Und wie gesagt, der Gewinn liegt ja im Einkauf typischerweise. Und also wer sich schon immer für den Skype Trading Kurs interessiert hat, der kann das jetzt nutzen. Wer nicht, wie gesagt, im Herbst wird es auch wieder eine Aktion geben. Und eine Frage, die mir heute auch gestellt wurde, war, ob man den jetzt buchen kann und später einsteigen kann. Es ist vielleicht hier nochmal zur Information ein Videokurs. Und bei diesem Videokurs ist es so, ihr habt unbegrenzt, aktuell ist es noch so, es gibt keine zeitliche Beschränkung, also unbegrenzte Zeitzugriff. Könnt ihr in eurem eigenen Tempo lernen. Ihr könnt euch den Kurs jetzt kaufen. Und wenn ihr halt erst im September Zeit dafür habt, dann habt ihr erst im September Zeit, habt euch aber den Preis gesichert. Genau, so geht es auch. Ist auch eine Möglichkeit. Wenn noch irgendwie Fragen zum Kurs vielleicht auftauchen während des Webinars hier, dann beantworte ich die natürlich gerne. Gut, das ist soweit der kleine Werbeteil von meiner Seite. Hoffe, das ist soweit okay für euch. Und dann gehen wir mal rein in die Ausbildung. Und geht um den heutigen DAX. Und hier mal ganz kurz die Ausgangssituation
vom DAX für heute. So sieht das aus. Ich mache ja jeden Morgen aktuell noch einen Guten Morgen DAX, einen Livestream. Den findet ihr über meinen YouTube-Kanal. Wenn ihr bei YouTube nach Heiko Behrendt oder scalp-trading.de sucht, dann findet ihr auf alle Fälle meinen Kanal. Und wer die Glocke aktiviert, der ist dann auch morgen früh dann wieder dabei. Oder natürlich das Ganze auch bei TraderPuls. Im Übrigen habe ich euch live auf dem Shop. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, ich sehe euch auch. So, jetzt suche ich nur noch fix mein Zeichentool bei der ganzen Technik hier. So, zack. Also, es ging heute prinzipiell darum, um die Frage im DAX, ich zeichne jetzt mal blau ein, hält dieser Range-Bereich ja oder nein? So, natürlich, ich habe das heute früh auch so ein bisschen erklärt. Der da unten kauft, der weiß das, dass er hier kauft. Der institutionelle Trader, der hier kauft, der weiß das. Der hat auch heute Morgen dann gleich wieder gekauft. Und hier ist jetzt die Frage, ist er wieder da? Also zum vierten, fünften Mal ist er zum fünften Mal auch wieder da. Und die Frage muss man natürlich für sich dann immer beantworten. Man muss natürlich raten. Ja, und klar, aus der rein charttechnischen Struktur her kann man sagen, solange die Range hält, bleibt sie eine Range. Und deswegen ist da unten auch der Long zu bevorzugen. Und von daher, ist es rein technisch gesehen, kann man den Trade auch machen und sagen, gut, ich gehe davon, der hält. Andererseits, kennt ihr ja auch alle, Dirk Hilger, der wollte heute nach unten durchhandeln. Und da habe ich gesagt, no, no, no. Erstmal nicht. Warum nicht? Weil, da kommen wir jetzt gleich dazu. Also wie gesagt, das ist die Ausgangssituation. Wir merken uns ganz grob die Zahl 18.450, 18.455. Ich habe das hier auch nochmal reingeschrieben und die Frage natürlich, hält die Range ja oder nein? So. Und ein weiteres Hinweis, den man durchaus hier bekommen kann, ist, wenn man sich eines Tools bedient, und das ist halt mit FX möglich, das seht ihr jetzt hier im nächsten Bild, und zwar das Level 2. Das Level 2, was ihr hier rechts im Bild seht, das ist nichts anderes als die Limit Orders, die im Future, in dem Fall hier im FDAX, zur Ausführung liegen. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, man sieht jetzt hier, hat man vorher dann auch schon immer gesehen, dass bei 18.455 lagen so um die 40, 50 Kontrakte im Limit bei. Sprich, es muss sozusagen jemand diese Kontrakte erstmal verkaufen und dann weitere Kontrakte verkaufen, damit der DAX hier nach unten fällt. Gut, grün, ist jetzt nicht so richtige Farbe, machen wir hier mal rot. Damit der DAX dann da drunter fällt. So. 40 Kontrakte ist durchaus schon mal kein Retail-Trader, ja, sondern ist schon eher institutionell. Ja. 40 Kontrakte heißt pro Punkt, ja, 40 mal 25 muss man rechnen, sind also 1.000 € pro Punkt, die der da macht. Weiß nicht, wer jetzt bei uns in dieser Größenregion handelt, also ich nicht. So. Und natürlich, wenn der Markt sehr trendig ist, dann sind auch 40 Kontrakte jetzt nicht viel. Was habe ich gemacht? Ich habe erstmal den Hinweis auch gegeben und gesagt, okay, schaut mal hier auf der 18.455, da liegt eine große Level 2 Order. Und das Coole ist, dass der Stereo Trader vom MetaTrader 5, also in Kombination, er rechnet euch das um auf den CFD-Preis, denn die Order lag im Future, habe ich euch hier auch immer reingeschrieben, im Future lag es bei 18.590. Und das war früher halt auch immer nervig, das immer umzurechnen. Also was sind 18.590 dann im FDAX, also im CFD-DAX, wenn man nicht den FDAX handelt, also nicht im Future handelt, weil man sagt, okay, 25 € pro Punkt für einen Kontrakt ist mir einfach zu viel. Klar, man kann natürlich auch in den kleineren FDAX gehen mit 5 € pro Punkt, aber da hätte man ja wieder eine andere Markttiefe. Also müsste man dann auch wieder das sich zwei Charts angucken. Und von daher ist es richtig cool, was hier der Stereo Trader oder der Dirk Hilger entwickelt hat, nämlich dass man sich im CFD, also man handelt mit ein CFD, mit 2, 5, 8, 9, 12, keine Ahnung, was ihr auch immer handelt, oder 0 Komma. Ja, und sieht aber dieses Orderbuch und kann jetzt überlegen, okay, da ist erstmal eine große Order. Was man jetzt nicht sieht, das fehlt noch, aber das ist vielleicht auch mal irgendwann ein Entwicklungsschritt, dass man sich auch anzeigen lassen kann, einen Footprint-Chart, wo man dann sieht,
wie wirklich, also wie viele Kontrakte da wirklich gehandelt worden sind. Das sieht man jetzt hier nicht. Man sieht dann einfach nur, der Markt fällt dahin. Und da muss man halt überlegen, was sieht man da? Also sieht man, dass die Order dann weggeht, ja, dann weiß man, okay, oder der Markt fällt da durch, dann weiß man, dass sie gehandelt wurde. Und dann hat man auch noch eine Idee zu sagen, okay, wenn wirklich richtig großer Verkäufer ist, dann geht es danach auch richtig schnell runter und dann bekommen wir auch ein neues Tagestief. Wenn aber der Markt nur so ein bisschen durchgeht und sofort wieder anzieht, dann ist es oft so, man redet dann davon und das ist mal echt gegenüber das, was jetzt so andere auch sagen, die Liquidität, also diese Kontrakte wurden am Ende geholt und hat jemand halt für sich genutzt. Ja, und wenn der Käufer danach weiterhin Stärke zeigt, die er hier unten passiv gezeigt hat und danach aktiv, dann geht der Markt nach oben. Also das ist die Situation. Und wenn man das sieht, das war für mich zumindest ein Indiz, dass ich sage, okay, das sieht zwar alles nach Short aus, weil der Markt kommt ja hier von oben nach unten, aber trotzdem bleibe ich dabei und sage, die Range bleibt eine Range. Wir erinnern uns gerade Ausgangssituation 18.455, 18.450 merken wir uns. Ja, und da sind wir jetzt genau dran. Also die Order liegt ja genau auf der 55. So. Ganz klar, also was braucht man dafür? Nochmal kurz gesagt, ihr braucht ein Konto bei FX Flat und dann müsst ihr einfach nur Future-Daten abonnieren. Kurze Frage an den Nelson. Ich habe nämlich heute geguckt, weil auch jemand im Discord uns das gefragt hat, wegen Freischaltung, soll man eine Mail hinschicken an euch? Früher dachte ich, gab es noch einen Punkt, dass man das selber machen konnte, die Freischaltung, oder habe ich mich da getäuscht? Gibt es zwei Optionen. Gibt es ein Formular auf der Webseite, Das habe ich nicht auf der gefunden. Unterseite, unter Futures oder eine ganz einfache E-Mail an uns? Geht beides. Also ich habe heute unter Futures geguckt und habe halt nur was gefunden, eine Freischaltung für Interactive Brokers, aber nicht für MetaTrader. Ja, oben unter dem Punkt Trading und dann unter Punkt Futures, da findet man entsprechend das Formular. Ja, okay. Kosten für Level 2 sind eigentlich überall gleich, da hat die Börse die Hand drauf. Ja, also ich glaube, wenn man jetzt Eurex nimmt und die US-Futures als Bundle, also alle US-Futures, ich glaube, Nelson, korrigiere mich, 50 €, 55. Genau so. 56, genau. 20 Eurex und 36 Semi. Haben sie erhoben letztes Jahr oder irgendwann jetzt der Zeit haben sie es irgendwann angehoben. Ja. Gut, jo. Möglich, mehr als 10 Levels pro Seite im DAX zu bekommen, ist mit dem Anbieter nicht möglich, weil es kein Limit-Order-Buch ist. Es gibt da noch eine andere Form der Darstellung des Order-Buchs. Das wäre dann aber ein anderer Datenanbieter, der Rhythmic heißt. Kostet zwar genauso viel, müsste man aber, wäre dann nicht im MetaTrader machbar. Und hier ist der Datenfeed CQG. Genau. Ja. Das liegt also an dem Anbieter, der sozusagen die Daten halt bringt, wie viel er freischaltet. Aber vielleicht kommen sie auch mal nach. Weiß man halt nicht. Ne? Früher gab es auch mal 20. Im F-DAX haben die früher 20 angeboten als Marktiefe. Ja. Gut. Ja. So, dann können wir uns mal angucken, was ist dann passiert, als der Markt dann an diese große Order runtergegangen ist. Hier habe ich ein bisschen was anderes noch euch mal dargestellt. Ja. Ah, okay. Dann hier unten das Tool, was man jetzt da rechts sieht, das habe ich jetzt nur, das ist auch von mir, also ein Tool, das hat jetzt mit MetaTrader nichts zu tun, aber da sieht man jetzt nochmal wirklich, dass diese 41 Kontrakte halt hier direkt geholt worden sind, also die auf dieser 18.590 hier liegen. Da sieht man die Ausführung, ja, die sind halt rot, weil irgendjemand market. 41 Kontrakte auf der 18.590 verkauft hatte. Es ging am Ende noch 1, 2, 3, 4 Punkte tiefer und dann wieder hoch. Und ja, man sieht jetzt hier, ich habe das halt im CFD getradet, eine Position und als dann hoch ging, habe ich noch eine zweite Position aufgemacht und versucht, das nach oben zu halten. Und das ist halt der Vorteil für mich zumindest, also zumindest mal hier ein schönes Beispiel, wo man die Kombination aus Chart plus Level 2 halt sieht. Und wo man vielleicht dann auch sagen kann, okay, eigentlich sieht das ja vom Verlauf her, sieht das ja doch eigentlich hier recht, na, wo ist jetzt hier mein, recht trendig aus. Ja, wir sehen hier so eine Abwärtsbewegung und man denkt, okay, jetzt kracht doch halt hier durch oder hier so durch nach unten, ja.
Und dann macht der Markt das halt nicht und geht dann halt stattdessen hoch. Und wie gesagt, ich bin hier unten halt long, genau an dieser, am letzten Tief. Und da, ich weiß jetzt nicht, ob ich es vielleicht, keine Ahnung, ob ich es jetzt so ohne das Level 2, aber das Level 2 hat mir, nachdem es gehandelt wurde und der Markt nicht richtig gedroppt ist, also richtig stark runtergefallen ist, war es für mich zumindest das kleine Puzzlestückchen, was ich gebraucht habe, um zu sagen, das Ding kaufe ich. Ja. Kann natürlich trotzdem verkehrt liegen. Ich meine, am Ende seht ihr das hier unten, ist ja mein Stop-Loss. Also es hätte mich jetzt, wenn das direkt gefüllt wurde, 25 Punkte im DAX gekostet. Das ist halt, bin ich halt dann bereit zu riskieren. Und es wird auch Tage geben, wo ich damit nicht richtig liege. Ne? Aber heute, das ist ja von heute früh, lag ich damit richtig. Dann zeige ich euch noch fix, wie denn der Trade als solches rausgelaufen ist. Also ich habe nach oben hin die Position dann wieder rausskaliert. Am letzten Hoch hier ist ein bisschen was rausgegangen und dann an der runden Marke bei 18.500 habe ich noch einen Teilverkauf gemacht und den Rest habe ich drinnen gelassen und ich sage es jetzt, weil der Dirk Hilger gesagt hat, das geht jetzt bis zum Hoch. Nee. Also ich habe wirklich für mich auch überlegt, das könnte ja wirklich, nachdem es fünfmal da unten angeklopft hat, der Markt, könnte es natürlich ja auch sein, dass der Markt jetzt mal nach oben durchzieht. Ja, und einfach höher geht. Aber wenn man auch in die US-Futures reingeguckt hat, da hat man gesehen, okay, das wird schon echt schwer. Die sind vor allem der Nasdaq halt recht konstant gefallen. Und irgendwie auch im Euro-Stoxx gab es auch von der größten Aktie im Euro-Stoxx auch schlechte News. Die Aktie ist halt auch mitgefallen. Ja, und das in Summe hat dann doch nicht gereicht, um nach oben hin aufzulösen. Und ja, aber der Versuch war es auf alle Fälle wert. Nach fünfmal anklopfen da unten, dass vielleicht dann doch auch fertig ist und der Markt dann halt doch wesentlich weiter nach oben ziehen könnte. Ja, so. Das heißt also, eine Position von vieren war noch drinnen mit einem Stop. Ich habe den Stop noch ein bisschen runtergesetzt auf plus 5 Punkte. Hier waren es plus 10 Punkte. Also ich habe es schon, wie gesagt, ich habe es halt probiert. Ich habe keinen Verlust mehr gemacht. Ihr seht hier unten, das ist ja auch das Schöne im StereoTrader, da unten ist der Break-Even. Also ich wusste halt, die Frage war halt, gibt es halt ein bisschen mehr Gewinn oder weniger Gewinn? So. Ja, und schlussendlich sieht man jetzt, wie der Trade dann rausgegangen ist. Und da sieht man dann wieder auch die schöne Bestätigung als Scalp-Trader. Es macht für mich in den meisten Fällen keinen Sinn, zu versuchen zu halten, weil ich es sowieso nicht kriege. Also weil der Markt halt zu selten die lange Strecke halt direkt macht, ja. Und wie gesagt, am Ende war ich hier in diesem Trade nochmal 30 Minuten, also mit der letzten Position. Ich habe dann auch nicht mehr hingeguckt. Ja, war ich hier oder nach einer halben Stunde habe ich mal geguckt, was macht der Markt? Habe gesehen, okay, es geht eher gegen meinen Stop. Und wie man jetzt sieht, wurde ich dann halt hier ausgestoppt. Plus 5 Punkte waren es dann der Rest. Also habe halt hier knapp 40 Punkte liegen lassen oder ja. Fast 40 Punkte liegen lassen, also 40 Euro weniger verdient am Ende, aber okay. Ja, wie gesagt, Versuch war da und das hat eigentlich ganz gut dann hier gepasst. Ja, so. Gut, also das nochmal die Kombination Level 2, hier relativ tief einzusteigen und ja, wie gesagt, darüber habe ich dann nochmal eine zweite Position aufgemacht und für einen Scalp-Trade am Ende okay. Option, dass das Ding nach oben durchläuft. War da, wie gesagt, ich hätte dann geguckt, dass ich Richtung 18.530 oder viel höher halt rauskomme. Wie gesagt, von daher alles okay und hat gepasst, der Trade. Ja. Rechnung 40 Euro, die kriegt der Dirk, weil der es gesagt hat. Nee, Quatsch. Bisschen Spaß muss sein. So, genau. Andreas Bernstein hat schon gesagt, das stellst du dem in Rechnung. So. Okay. Ja, das soweit mein Fokus mal auf Level 2 plus Markt. Ansonsten der DAX hat es ja doch recht gut gemacht. Also die Analyse heute hat echt gut gepasst. Ich hatte vorhin noch einen Screenshot reingestellt. Der DAX ist ja dann später etwas durchgefallen, um das noch abzuschließen, nochmal schnell. Der DAX ist ja dann nach unten durchgefallen und dann muss ich mal kurz hier auf den. Wartet. Muss mal kurz hier Pause drücken. So.
So, da bin ich wieder. Ist ja richtig gut gelaufen, denn der DAX hat dann hier sein nächstes Ziel erreicht. Ja, und ist von dort aus dann auch wieder in der Analyse, also von der Analyse 18.344, das war hier der Unterstützungsbereich, auch heute aus der Morgenanalyse, punktgenau dort drauf gedippt und jetzt stehen wir ja irgendwo hier oben. Ja. Spannend wird natürlich dann heute mit den US-Börsen, ob der Markt dann nochmal eine Etage tiefer geht oder sich wie gestern dann vielleicht mit den US-Börsen doch wieder rettet. So, das soweit das Ganze. Soweit das Ganze hier, dass wir entsprechend analytisch da doch ganz gut gelaufen sind und das alles soweit gepasst hat heute. Wie gesagt, ich war jetzt am Nachmittag auch nicht da, habe die Vorbereitung ja gemacht für das Webinar. Das soweit der kurze Ausbildungsanteil und das Lustigsein mit Dirk nervt etwas. Naja, gut. So. Gut, dann sind wir aber auch jetzt hier schon im Live-Chart jetzt drin. So muss man hier alles löschen. Gut, dann sind wir jetzt hier sogar schon jetzt drinne im aktuellen Markt. Wenn es noch Fragen gibt zum Ausbildungsanteil, soweit gab es jetzt keine Trade Management. Okay. So. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet, wa? Denke schon. Ich sehe keine offenen Fragen, nein. Ja. Trade Management. Habe ich einen Fehler gemacht, scheinbar. Naja, gut. Wir sind ja soweit jetzt mit der Ausbildung. Jetzt gehen wir mal rein in den Nasdaq, den ich mir dann immer vornehme und schauen da mal rein, wie das Ganze hier ausschaut. Und wir fangen mal so ein bisschen an mit der Analyse von oben nach unten. Haben wir noch 7 Minuten Zeit, bevor die Börse hier aufmacht. Hier mal der Tageschart im Future. Und da sehen wir, was wir hier schon vorbörslich für eine fette Bewegung gesehen haben. Also das hier oben, der Schlusskurs von gestern. Das ist die fette Bewegung hier nach unten. Wir sind jetzt hier auch auf die letzten lokalen Hochs hier drauf gelaufen. 20.273, 20.260. Also da müssen wir mal, oder bin ich echt gespannt. Ich meine, wir sind hier 300 und Punkte nach unten. Und die Frage wird jetzt für mich sein, also ist es wirklich jetzt, dass die Vorbörse so schwach ist, dass es der Markt direkt weiterläuft? Das haben wir auch genau umgedreht im Dow gestern gesehen, dass die Vorbörse sehr stark war durch die Zahlen von United Health und mit der Eröffnung ging es eigentlich direkt weiter nach oben. Heute genau das umgekehrte Bild halt im Nasdaq. Vorbörse sehr schwach. Jetzt wird die Frage sein, ob das Ding hier direkt nach unten kracht. Nächstes hier unten ist ja eigentlich so irgendwo hier dieser Bereich. Ja, 20.000 oder 20.100, 20.074. Das könnte natürlich passieren. Oder das würde ich eher gerne lieber sehen wollen, wäre eine Erholung in Richtung 20.332 hier dem letzten lokalen Tief, um dann halt zu fallen. Richtig schwierig wird es, wenn halt die Erholung sehr, sehr weit geht und dann erst vielleicht der Markt runterfällt. Sprich, wir bekommen hier so eine über den Tag so eine korrektive Aufwärtsbewegung. Das kann natürlich auch extrem nervig sein. Müssen wir mal gucken, wie sich der Markt verhält. Also von daher, ja, wie gesagt, der Nasdaq eröffnet jetzt gucken wir hier, also mit einem 320 Punkte Gap. Also das ist schon heavy. Keine Ahnung. Hatte ich jetzt auch noch nicht. Muss ich erst mal sehen. Also wahrscheinlich werde ich ein bisschen warten, bis man vielleicht erkennt, wollen die das Ding halten oder verkaufen die das? Direkt Short reinspringen werde ich jetzt auch nicht. Also ich brauche halt irgendwo einen Grund, eine Struktur, in der ich mich dann da bewegen kann. Und das, wie gesagt, die beiden oder diese beiden Hauptfelder oder Marken habe ich jetzt erstmal rausgeholt. Man kann hier auch noch. Das hat hier eigentlich auch ganz gepasst. Das war ja eigentlich auch ein ganz guter Punkt. Die 20.371, das hat hier auch ganz gut gepasst. Ich ziehe das Bild mal noch ein bisschen auf.
sieht man es noch ein bisschen deutlicher. Ja, also dieses Hoch hier hat sehr gut mit diesem Tief und dem Tief hier zusammengepasst. Ja, dann haben wir hier unten das Tief. Also das wäre so eine Erholung, die ich mal mindestens eigentlich sehen wollen würde. Mal gucken, was der Markt hier macht. Und das ist ja, wenn man jetzt nur die Kasse sieht, wie gesagt, ein 300-Punkte-Gap im Dow oder so, da mag das immer mal gehen. Ja, im Nasdaq gibt es sowas halt auch immer mal wieder, aber ja, finde ich schon sehr, sehr schwach aktuell. Mal gucken, wie es da dann weitergeht. So, jetzt muss ich mal kurz hier das ausmachen, das Tool. Okay, also das so die Idee auf den Tageschart geblickt, das Ganze ein bisschen runter. Wenn man hier ein bisschen runter geht, hier oben 15-Minuten-Chart oder auch Stunde, dann sieht man, dass der Markt da ja auch in so einem bärischen Framing drin ist. Und solange jetzt auch die 15-Minuten-Kerze in diesem bärischen Framing ist, also in dieser Außenkerze, ja, dann muss ich erstmal gucken, ob ich da überhaupt einen Long Trade halt suche oder ob ich dann erstmal warte, bis sich der Markt auskotzt. Neu hinzugekommen sind jetzt hier aktuell links in dem Chart, da seht ihr einen 1-Minuten-Chart, schwarz-weiß. Dahinter seht ihr noch den Stunden-Chart und da seht ihr jetzt auch hier, dass eigentlich heute früh seit der Eröffnung hier jede Stunde ein tieferes Hoch gemacht hat. Ja, hier gab es mal eine Stunde, die etwas höher ging, aber auch jetzt hier geht es schon wieder weiter. Und darunter liegt der 5-Minuten-Chart. Nachher werde ich sicherlich auch mal auf den 1-Minuten-Chart wechseln. Wir sehen auch anhand der gleitenden Durchschnitte, dass der Markt da sich konsequent nach unten arbeitet. Und neu sind jetzt wieder die Marken drinne. Ich habe sie mal mit eingezeichnet. Gold, alles, was hinten auf 80 oder 20 endet, gibt hier und da mal richtig gute Bereiche, wo der Markt dann dort abprallt. Wir hatten das gestern gesehen. Da war das Tageshoch zum Beispiel genau die 80. Also so eine Abpraller an diesen Marken können da schon manchmal richtig gut sein. Man sieht das hier nochmal hier gestern. Da war das Tageshoch an der 80. Ja, so. Gut, dann warten wir mal in einer Minute. Hier unten rechts seht ihr die Uhrzeit. Eine Minute ist jetzt die Eröffnung. Mal gucken, was da geht. Ich gucke nochmal schnell bei TraderPuls rein. Frage war noch, wie bekomme ich das in den Stereo Trader rein? Da habt ihr dann einfach die Möglichkeit, also hier zum Beispiel kann man dann machen, mal gucken, unter Stereo Trader Einstellung, unter Layout, Quatsch, unter Instrument könnt ihr jetzt dann auswählen. Ich nehme jetzt hier den Nasdaq, den NQ. Und da könnt ihr dann, wenn ihr, was ich, den DAX habt, könnt ihr dann den FDAX da auswählen. Mal gucken hier, ja, ich habe jetzt gerade hier nicht an, den FDAX aktuell und könnt ihr den auswählen und dann habt ihr das, dann geht er auf Anwenden und dann, mal gucken jetzt hier, nehmt ihr hier den Dom, klickt ihr dann drauf auf Dom und dann seht ihr hier unten, da das Level 2 im Nasdaq macht das jetzt nicht ganz so viel Sinn, weil der Nasdaq da schon sehr, sehr volatil ist und ja, rattert. Also da ist es dann das Level 2 im S&P 500 ist dann da schon ein bisschen besser. Das war eine Frage von Twitch gewesen, wie ich wahrscheinlich das Level 2 in den Stereo Trader bekomme, wenn ich das abonniert habe. Gut, erste Minute, warten wir mal ab, wie das wackelt. Ja, und da warte ich mal die Öffnung ab. Zeit für einen Schluck Kaffee. So. Gut. Mal gucken hier, ob sich die Schwäche, die wir vorbörslich da im Nasdaq hatten, ob die sich dann im Gesamtmarkt so weiter so durchsetzt. Ja, oder ob man das Tief, was wir hier unten im Tageschart sehen, ob man das dann doch mal ein bisschen kaufen, um dann so ein bisschen eine Erholung zu sehen. Ja.
So. Gut, also von der Struktur her hier im 5-Minuten-Chart. Wir sind weiterhin abwärts, auch in der Stunde halt abwärts. Was wäre ein Long Trade? Ein Long Trade wäre, wenn die 5-Minuten-Kerze hier über den letzten lokalen Tief schließt, dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht einen Long Trade zu eröffnen und mit dem Versuch hier nach oben, ein bisschen nach oben wegzugehen, das also hier als Fehlausbruch zu sehen. Und dass halt die Vorbörse vielleicht ein bisschen zu schwach war. So, aber wie gesagt, da hat er die Kerze. Ihr seht ja immer, wie lange die Kerze noch läuft. Das sind 2,5 Minuten. So, und wenn sie halt jetzt nach unten durchrutscht, ja, dann mal sehen, ob es an der nächsten Marke hier an diesem 20er-Bereich da nochmal was gibt. Und wenn nicht, dann weiß ich nicht, dann muss ich halt gucken, ob ich in diesem Trend hier reinkomme irgendwie. Was dann sicherlich dann nicht ganz so einfach halt ist, direkt am Tief weiter auf Short zu gehen, ist jetzt nicht so meins. Ja, also Rücksetzer und dann Short ist dann schon ein bisschen besser. Also ich werde so ein bisschen auch natürlich klar meine Gedanken erzählen zum Verlauf. Falls ihr irgendwas nutzt als möglichen Entry, der Nelson hat es ja am Anfang gesagt, dient alles nur zu Ausbildungszwecken. Und es macht aber jetzt keinen Sinn zu sagen, nur weil ich jetzt sage, es geht jetzt so hoch oder runter, darauf einen Trade zu haben. Also wenn es vielleicht mit euch, mit eurer Analyse selber zusammenpasst, dann ist ja okay. Aber ansonsten halt nicht. So. Mal sehen, wie die erste 5-Minuten-Kerze hier reinkommt. Also, ich habe jetzt gerade mal die Einzelaktien angeguckt. Also, eine Apple geht ein bisschen nach oben vom Tief aus. Und eine Microsoft auch. Die erholen sich auch ein bisschen. Google relativ unbeeindruckt. Amazon ist erstmal direkt weitergefallen. Tesla, ja, auch ein bisschen Erholung. Und Nvidia. Ja, auch nicht gerade so stark. Also zum Beispiel die Broadcom, was auch mit einem Schwergewicht ist, die sind eigentlich seit heute früh irgendwie 5% unter Wasser, Nvidia auch 5% minus. Und wenn es da nach dem ersten Auskotzen ja keinerlei Erholung gibt, ja, dann kann das so eine breite Verkaufsorder sein, die dann halt über den ganzen Tag dann auch durchgeht und dann sind die 20.000 da unten da durchaus oder 20.100 dann schon auch möglich. Was halt immer mal wieder vorkommt, ist, dass nach dem ersten Auskotzen, also so die ersten 5 oder 10 Minuten, dann plötzlich ein recht starkes Reversal kommt, weil dann alle Orders schon durch sind. Und dann halt irgendjemand sagt, okay, wir sind jetzt doch so stark gefallen, dass da jemand Größeres dann auch mal mit einsteigt. Ja. So, wir werden mal gucken hier, ob an der 20er Marke, wenn da eine große Order ist, ob da was passiert. Wohler ist natürlich schon relativ hoch. Auf den DAU, ich habe den hier jetzt nicht wirklich offen. Also ich selber gucke mir halt den DAU nicht an. Von daher kann ich jetzt da gerade nichts sagen. Ach so, hier, ich habe einen DAU Future an. Okay, ja, der tickt hier gerade auf neues Allzeithoch nach oben. Da ist im Übrigen das Framing intakt geblieben. Hatte ich heute früh auch in der Analyse gesagt. Also wie gesagt, steht jetzt woanders, als bei euch steht, wo jetzt der Future ist. Aber die im Stundenchart hier, diese erste Mini-Unterstützung hier, die hat ja eigentlich schon relativ gut gehalten. Und jetzt mit Eröffnung hier geht der Ballermann direkt durch Allzeithoch. Ja. Also hatte ich heute früh darauf hingewiesen, wenn nicht, dann nochmal reingucken. So, also Kerze schließt tief. Die nächste 5-Minuten-Kerze macht hier direkt jetzt mal hier einen Spike nach oben. 46 Punkte am Stück innerhalb von einer Minute. Ja, Schlusskurs auf tief ist eigentlich jetzt nicht so schön. Naja, noch habe ich keine Idee. Besser wäre es vielleicht gewesen auf der 20 und dann hoch. Dann wäre das vielleicht sogar irgendwie ein Trade. Wir können ja mal in 1-Minuten-Chart reingucken, wie es da ausschaut. Ja, also relativ wildes Rumgeballer. Den einen Tag am Dienstag, glaube ich, da wollte ich auch handeln.
Da habe ich aber auch nur gesehen, wie der Markt da 50 Punkte hoch und runter geht. Da habe ich erstmal gar nichts gefunden, was mich da irgendwie zu einem Trade tangiert hätte. Und da habe ich dann auch erstmal gewartet und irgendwann abends dann nochmal reingeschaut, ob sich da was ergibt. Habe dann aber nicht wirklich was gemacht. So, also oben an der 80, da sind wir abgeprallt. Ja, krass, was für eine Minutenkerze. 45 Punkte, eine Minute. Ich muss mich irgendwie so ein bisschen an die Vola gewöhnen, als ich in Urlaub bin. Da war die Vola wesentlich geringer. Und jetzt wieder 40, 50 Punkte in der Minute. Das ist schon wieder, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Gut. Aber das ist ja auch gut, dass man da, also vielleicht dazu, das ist okay, weil man, also man muss aufpassen, dass man hier nicht reingeht und sich denkt, okay, wenn ich richtig liege, kann ich mal schnell in einer Minute 40 Punkte holen. Kann natürlich genauso schnell auch sein, dass man dann in der Minute auch 40 Punkte hinten liegt. Von daher sollte man nur dort einsteigen, wo man auch für sich einen Trade machen möchte, nicht hinterher springen. Ja, bei der Vola kommt der Markt meistens eh nochmal, relativ oft nochmal dahin, wo man rein möchte. Und ja, mal als Beispiel, stellt euch vor, ich wäre jetzt hier reingehüpft, hier oben. Ja, und wenn man da nicht schnell genug ist, dann hängt man jetzt hier wieder hinten drin so. Hier unten sieht man jetzt immer mal einen etwas größeren blauen Balken. Das ist dann schon mal interessant. Da unten ist er. Ihr seht das hier auf der rechten Seite auch bei der 30. Das waren 80 Kontrakte. Die sind aber relativ schnell schnurstracks hier durchgehandelt worden. Also da, das hat jetzt nicht wirklich interessiert. Also ein Dip auf die 20 würde ich jetzt schon gerne sehen wollen. Ah ja, mal gucken, ob von der 20 aus was geht. So. Ja, weil es eben angesprochen wurde, der Dow hat tatsächlich gerade was anderes vor als der Nasdaq. Ja, genau. Ja. Also hier muss man natürlich jetzt gucken, dass halt wirklich an dem Allzeithoch von gestern, wie gesagt, Punktewerte stimmen jetzt nicht, weil das hier der Future ist. Ja, aber da muss man jetzt der Stundenchart, da muss man jetzt auch wirklich gucken, dass da oben am Hoch Zug reinkommt. Also wenn da kein Zug reinkommt, das ist natürlich auch so wie, ah, wir gucken mal drüber und dann auf einmal wie so ein Stockwerk höher geguckt, ah, da ist keiner mehr und dann geht man halt wieder runter. Also da würde ich jetzt hier auch aufpassen, was da passiert. Aber die beiden Märkte sind ja aktuell sehr, sehr gegenläufig. Ja. Also der Nasdaq ist ja von seinem, wir sehen es ja hier von seinem Allzeithoch die letzten 3, 4 Tage doch deutlicher zurückgekommen. Hat er vorher natürlich auch das Allzeithoch viel, viel früher gebrochen. Anfang Juli gab es ja auch 1, 2, 3, 4 Tage neue Allzeithochs. Jeden Tag Neues. Vielleicht ist das genau jetzt das, was der Dow jetzt macht, halt verzögert. So, ich kann mich noch irgendwie gar nicht entschließen, was das jetzt hier werten soll. Ja, oder wo ich da jetzt einen Trade finde. 5 Minuten Chart wirklich einmal kurz über das Hoch dieser letzten 5 Minuten Kerze da drüber. Bis zu 80 und dann wieder komplett runtergeballert. Das sind ja auch so Kerzen, die, das fällt jetzt hier schon, fällt mir jetzt gerade auf, dass das natürlich heute schon öfters das Thema hier war. Ja, hier über das Hoch der 5-Minuten-Kerze runter. Ja, hier auch über das Hoch der 5-Minuten-Kerze runter und jetzt hier mit der 80 zusammen halt. Hätte es eigentlich ganz gut gepasst, aber da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, jetzt direkt hier bereits nach dieser kleinen Erholung hier wieder den Short zu klicken. Also das wäre jetzt nicht meins gewesen. So,
Jetzt mal gucken hier, was an der 20 passiert, ob da ein bisschen Order ist. Da an der 20 40 Kontrakte ist, wie gesagt, nicht viel jetzt für die Zeit. Aber den nehmen wir mal. Mal gucken. Ob er hier direkt durchfällt oder nicht. Boah, 30 Euro Risiko, jetzt nicht so viel. Mal klein anfangen. Na, da zuckelt da schon. Wahrscheinlich muss ich jetzt gleich raus. Wenn er jetzt nicht gleich kommt. Bleib oben. Oben bleiben. Ich mache raus. Der hätte direkt oben bleiben müssen. Die eine Minute. Naja. Oh, jetzt ein kleiner Verlust. 10 Euro. Naja. Also da möchte ich halt schon sehen, dass der Markt halt von dort aus, ja, also war jetzt, wie gesagt, eher gering. Aber es hätte irgendwie schneller halt hochlaufen müssen. Ja. Wie gesagt, kann jetzt auch passieren, aber bei der Vola da. Na gut, also was halt natürlich dann doof wäre, wenn hier die 5-Minuten-Kerze jetzt dann doch oben schließt in der letzten Minute, dann wäre es halt so ein bisschen doof. Aber schauen wir mal, ob das halt passiert. Naja. Gott. Aber bei der 20 ist so ein bisschen was, wird da gehandelt, also um diesen Preisbereich herum. Aber wie gesagt, man sieht ja auch, wie schnell das hier geht. So, mal gucken, was jetzt die 15-Minuten-Kerze da auch gleich fertig. Also auch da setzt sich das bärische Framing weiter fort. Also wir waren in der Spitze einmal 15 Punkte, ja, 10 Punkte vorne. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so viel bei der Wohle. So, Apple, die kracht hier weiter fleißig nach unten. Alle unterm Tagestief von gestern. Ja. Kann natürlich auch sein, ne? Umschichtung aus Tech raus rein in die Old Economy, also in den DAO rein. Kann ja auch möglich sein. Also, der Markt hat zwar hier reagiert kurz an der 20, aber da ist jetzt nicht wirklich was los. Ja. So. Läuft nach unten aber auch schon relativ zäh. Also wir laufen hier so ein bisschen in diesem Framing nach unten da. Jetzt die letzten paar Minuten. Ich meine, ich will mich natürlich jetzt auch nicht volles Brett hier irgendwie gegen den Trend halt stellen, aber manchmal, wie gesagt, ja, wenn es hier so gelaufen wäre, wie es auf der Oberseite gelaufen ist, ne, mit dem hier, da sieht man, da hat man ein paar Sekunden Zeit. Ne, ich habe das hier ganz kurz gewartet, dann auf der 22 Market geklickt. Und wer die Kerze so, also wer die Kerze hier die 2. Minute schön oben geblieben, na, dann wäre das vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber so bin ich da halt raus. Also wie gesagt, das ist auch denn nur ein einziges Level. Ist immer schön, wenn das Level mit irgendwie mit dem Orderflow oder auch mit anderen Sachen zusammenpasst, da vielleicht charttechnisch noch irgendwie was darstellt, ja, dann macht das halt ein bisschen mehr Sinn. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben nämlich hier einen Box-Setup höchstwahrscheinlich. Ups, nee, ich wollte es so machen. So, hier ist ein Box-Setup. Muss ich doch nochmal long gehen. So, bin hier nochmal long rein. Box-Setup. Bist du hoch dafür? Ah!
Muss ich echt an die Wohler gewöhnen, ey. Mann, oh Mann. 10 Punkte hin und her. Muss ich mich echt dran gewöhnen irgendwie. Bin ich noch nicht so richtig dabei. Shit. Also so eine, dass die Kerze halt so schnell, also dieses 10 Punkte hoch, hin und her, innerhalb der Minute, also ich muss da doch mehr, dann muss ich ein bisschen langsamer werden. Ja. Muss ich einfach, ja, das. Also das ist mal so, auch der DAX ist ja relativ langsam und da ist es ja hier ey, wirklich gerade echt Highspeed, wie schnell das geht. Wir gucken mal, also Ziel von dem Box-Setup wäre das hoch hier. Das wäre das Ziel jetzt von dem Trade. Mal gucken, ob der durchläuft. Also Stop-Loss wäre jetzt noch hier unten und im 1-Minuten-Chart müsste man mal gucken, dass man denn hier irgendwo darüber denn so ein bisschen den Exit zieht. Ja. War ich, ja, das ist zu schnell, ne? Oder zu hohe Wohler gerade. Ich habe das irgendwie, ich merke das gerade noch nicht im so offen im Blick, ne? Weil ich sehe halt nur die Punkte. Wenn das dann so 10 Punkte sehe, das ist ja, das war da, weiß nicht, vor meinem Urlaub war das denn schon das. Mehr war da halt nicht drin, also 20 Punkte oder so. Und dann musste man schon irgendwie raus. Und das ist natürlich jetzt hier einfach nichts. Aber ich merke halt, dass ich sozusagen instinktiv halt sehe, okay, wir sind halt, keine Ahnung, 10 Punkte vorne, Stop kommt auf BE oder leicht ins Plus. Das waren jetzt hier 3,20 € jetzt nur. Und dann bin ich da halt wieder raus nach 20 Punkten oder nach 10. Ja, aber das ist ja jetzt hier gar nicht so machbar. Ja, wie gesagt, auch ein rein technisches Setup. In einem Trend funktioniert es nicht ganz so gut. In der Range funktioniert es noch ein bisschen besser. Aber hat jetzt hier zusammengepasst mit der 20. Mal gucken, wie jetzt die 5-Minuten-Kerze, die noch 2 Minuten hat, jetzt schließt. Also wenn die vielleicht hier oben schließt, vielleicht gehe ich es auch nochmal ein, den Long. Also einige Werte stabilisieren sich so minimal. Auch die Tesla, die kann hier recht gegen den Gesamtmarkt eigentlich ganz gut ansteigen. Und auch die Microsoft ist ins Gap reingelaufen. Und Google stabilisiert sich auch so ein bisschen und Nvidia auch. Also wenn man jetzt, das wird hier mal sehen, ob man das hier halten könnte. Also ich bin gerade gedanklich nochmal long gegangen, ungefähr in diesem Bereich hier, also um die 27. Das habe ich eigentlich auch gerne im 1-Minuten-Chart, wenn der Markt so darunter geht und das, das Tief einer Kerze dann ansteigt, mal gucken, ob das jetzt hier halten würde. Was bräuchte ich denn da an Stop gedanklich, nur damit ich mich ein bisschen, also ich versuche, wenn ich keinen Trade geklickt habe, das auch gedanklich mitzugehen. Also 22 Punkte wäre hier der Stop. Ja, da müsste ich schon bis ans Hoch kommen und vielleicht ein bisschen mehr Push. Mal gucken, ob es aufgegangen wäre. So versuche ich mich da mal ein bisschen rein zu versetzen in, jetzt wenn ich es auch nicht geklickt habe. So, gleich geht die neue 5-Minuten-Kerze los. Mal sehen. Also wenn er sich um die 20 stabilisiert, dann könnte es vielleicht das werden, dass es auch nochmal ein dritter Versuch gibt, dann long zu gehen, vielleicht, dass man da nochmal mit reinkommt. So, jetzt gucken wir mal. Also wenn es ja jetzt hält, der Bereich hier, dann wird es echt interessant. Ja, bei der Geschwindigkeit muss ich ja halt wirklich gucken, ob ich, wie ich da reinkomme. Ja, das ist ja, wie gesagt, da bin ich noch nicht ganz on stage. Wenn man das überlegt, das sind ja hier unterhalb von Sekunden, weil man müsste ja 41 Sekunden, da 39, 3, 4 Sekunden und weg ist der eventuell. Naja, gut, wir gucken jetzt mal. Brauche ein bisschen mehr Hinweis, dass hier die 20 der Stabilisator ist. Also was jetzt hier sicherlich jetzt interessant wird, ist, wenn nochmal so ein richtiger Push runterkommt, der sehr schnell gekauft wird, dann müsste man wahrscheinlich relativ fix Market dann reinklicken und um dann zu versuchen, vielleicht hier so eine 20-Punkte-Kerze zu bekommen. Ja, vielleicht war es das auch jetzt. Mal sehen. Mal gucken, jetzt nochmal runter pushen. Also jetzt wäre es ganz gut, wenn er das nicht unterschreitet. Ja, das wollte ich jetzt nicht sehen. Das wollte ich nun überhaupt nicht sehen. Also da hätte es mich jetzt gekillt, wahrscheinlich mit der 1-Minuten-Kerze. Ja, und das ist jetzt wieder genau das Geballer wie auch am Dienstag hier. 30, 40 Punkte irgendwie hin und her. Aber jetzt,
ich habe da auch keine gute Struktur oder keine gute Idee zu sagen, das kann ich gut halten. Jetzt nochmal den, wenn der jetzt von unten da durch die 20 kommt, den Long nochmal zu klicken, wird halt immer schwieriger. Warum? Für mich zumindest, wenn ich hier mal so ein bisschen drauf gucke, die Hochpunkte hier, die Erholungen, die sind ja aktuell immer so ein bisschen tiefer bis dato. Klar kann es sein, dass der Markt dann am Ende der 5-Minuten-Kerze auch hier diese Hochs halt rausnimmt, aber wenn das hier immer, ne, das geht jetzt so, dann ein bisschen tiefer, dann wieder runter, wieder ein bisschen tiefer, also wenn da dann doch nochmal der Druck nach unten durchkommt. Also ich glaube nicht, dass ich hier nochmal über der 20 nochmal den Long klicke. Also mit meiner Fuck you, also mit meiner Kerze hier, mit dem Unterschreiten der letzten Minute und nach oben weg hat, wäre es auch nicht aufgegangen. Ja, und so gucke ich, so klopfe ich halt für mich einfach, also ich rede ja gerade laut, gedanklich einfach die Möglichkeiten ab, nach denen ich hier handeln kann und gucke halt, wie die halt aufgegangen wären. Und bei der Volatilität kann man sich ja auch wirklich Zeit lassen. Also man kann ja erstmal mitdenken und gucken, bin ich gedanklich drin? Also ich wüsste, dass hier mein Trade, den ich hier gemacht hätte, wäre am Ende auch nur plus minus null Trade oder minus Trade jetzt gerade. Weil ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie mir jetzt 25 Punkte Stop Loss bei der Wohler jetzt reinziehe, wenn der Markt vielleicht doch so läuft, dass ich dann auch mal ausgestoppt werden könnte. Also da bin ich schon eher so ein Typ, 10 Punkte im Plus nachziehen. Wie gesagt, kann natürlich auch doof laufen. Also wie gesagt, ist ja jetzt sehr doof gelaufen. Also hier einmal Plus, einmal Minus an dieser Marke dort. Also ich habe es jetzt hier, wie gesagt, mal zu hohe Wohler innerhalb der Minute. Ja. Also wie gesagt, den Long mache ich jetzt hier nicht. Mal sehen, ob es ein Fehler ist oder nicht. Grund ist, weil es hier so ein bisschen schleichend abwärts ist. Sollte er wirklich hier mit Schmackes jetzt drehen, gut, dann war es die Chance, die wir dann nicht genommen haben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es auch so, die Reaktion bis jetzt ist eigentlich auch relativ mies, weil wir sind hier unter diese Hochs drunter gefallen, kommen jetzt hier noch an das Tagestief hier dran von dieser letzten Außenkerze. Jetzt geht's schnell, das ist gut. Also um wirklich dann wegzukommen. Also wie gesagt, ich habe jetzt den Trade. Also normalerweise alle guten Dinge sind drei. Der dritte wäre jetzt hier ein bisschen besser aufgegangen. Zumindest wenn ich jetzt den Stop-Loss auf plus minus null gesetzt hätte, wären wir jetzt hier dann mit der 9. Minute dabei bis jetzt. Aber die ist ja noch nicht fertig. Die kann ja auch in 30 Sekunden jetzt wieder unten stehen. 20 Punkte tiefer. So, jetzt haben wir zumindest das, was man, was ich hier vorne sehen wollte, bis an dieses letzte Hoch. Ja, krass. Und ihr seht auch rechts, das Orderbuch ist jetzt aktuell relativ klein. Es leuchten immer mal ein paar Blöcke hier auf, entweder blau oder rot. Das sind immer, wenn mehr als 15 Kontrakte drin stehen. Und ihr seht ja, dass ja relativ selten ist. Also das Orderbuch an sich ist hier schon relativ dünn. Das heißt, man handelt jetzt innerhalb der hohen Volatilität sehr viel hin und her, sodass hier auch auf der rechten Seite, linken Seite, seht das ja, da stehen 30, 40, 50 oder 100 Kontrakte. Dass man trotzdem die deine Kontraktzahlen voll kriegt, aber halt auf einer breiteren Range von 40 Punkte. Also keine Ahnung, vor meinem Urlaub hat man in einer Range von 20 Punkte seine 3, 4, 500 Kontrakte gefüllt und jetzt braucht man halt oder macht man das halt über 40 Punkte, ja, von der Volatilität. Hi, cool. Ich kriege gerade die Info von einem treuen Zuschauer, dass Nasdaq im Daily am SMA 20 abgeprallt ist. Aha. Der Teilnehmer heißt Dirk Hilger. SMA 20 hätte mir schon gereicht als Info. Hätte ich dir Schönen sagen Gruß können. nochmal auch hier offiziell an der Stelle. Ja, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Gut, naja, dann gucken wir mal, ob er davon schön abprallt. Ich habe mal halt nicht drinne. Diesen SMA 20. Aber der Dirk macht ja sowieso nicht Nasdaq. Fremdelt der oder was? Was ist da los? Nur zur Unterstützung da, er wollte ja helfen. Ach so, ja. Sehr gut. Vielen lieben Dank, lieber Dirk. Erstaunlich, wann kommt das Spezialprofi bezüglich Trading?
Was? Genau, Thorsten. Haben ja sowieso so viele Leute, so viele Leute, die Dirk schon mal angefragt, warum er sich Ja. nicht mal den Nasdaq sich mal anschaut. Jetzt sagt der Thorsten, er nähert sich dem an. So sieht's Ja. aus. Pass auf, und dann, vielleicht will ich das auch gar nicht. Nachher bewegt er sich wieder nicht so schön, denn, weißt du? Der hat jetzt immer so schön mit dem Dow gekämpft. Ja, und der Nasdaq hat es eigentlich ganz gut gemacht, wenn der Dirk jetzt das auch noch analysiert. Ich weiß ja nicht. Ja, ich glaube, der Dirk hat eine Dauerbeziehung mit US30 und DE40 für immer und ewig. Ja. Und Bitcoin natürlich. Genau. So, also, wenn wir uns jetzt hier mal den 5-Minuten-Chart angucken, ist es natürlich echt. Das ist der 5-Minuten-Chart seit der Eröffnung. Ja, das ist strukturtechnisch natürlich ja, so halbes Klavier. Ja, wir bewegen uns hier innerhalb dieser Kerzen. Also das war die erste, dass die, ja, also jetzt aktuell sind wir hier ziemlich verschachtelt. Ja, hier vorne haben wir einmal das Hoch rausgeholt. Und von der 20, gut, so ein bisschen reagiert er ja dort, aber nicht wirklich punktgenau. Also wenn, dann sollte Markt das punktgenau machen, so wie es auch hier zum Beispiel in der Vorbörse war. Ja, wo der Markt punktgenau an die 20 dranläuft und dann halt auch mal reagiert. Das ist dann schon besser. Das hier ist jetzt auch okay, aber ist halt irgendwo nirgendwo. Außer natürlich, wenn man jetzt weiß, dass der SMA 20 da ist, vielleicht ist das auch wiederum ein Grund. Ja, und aber was ganz klar ist, von der Eröffnung aus gesehen, ist der Dow, der Dow sage ich schon jetzt hier, der Nasdaq freut schon. Der Nasdaq nur einmal ganz minimal von der Kasse aus gesehen, also die Kasse hat hier eröffnet in der schwarzen Kerze und das ist das Stück, was wir bis jetzt in Richtung Gap Close gelaufen sind von über 300 Punkten, die der Markt ja in der Vorbörse hier nach unten gefallen ist. Also das ist jetzt, aber es ist jetzt auch nicht so wie gestern im Dow, wo der Markt ja am Allzeithoch eröffnet hat und direkt weitergelaufen ist. Ne? Also hier ist wirklich, man merkt jetzt so, dass hier die Orientierung jetzt fehlt. Wir haben das hier als Vorbörse so abwärts, relativ trendig und ich glaube schon, dass es hier auch genug Leute gibt, die hier unten erstmal als Käufer drinne stehen, versus denen, die hier weiter einfach ganz klassisch den Trend halt verkaufen. So, und deswegen sieht so aus, dass der Markt hier so ein bisschen hin und her wackelt. Bei den Aktien tut sich so ein bisschen was, aber da hebt sich es auch ein bisschen auf. Also einige Werte wie zum Beispiel Nvidia machen ein neues Tagestief. Und dagegen halt eine Tesla ein neues Tageshoch. Ja, die driften halt sehr weit auseinander gerade. Das ist halt so ein bisschen schade. Also, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier Richtung 16 Uhr nochmal weiter engagiere. Ich glaube eher nicht. Also, das Framing auch im 15-Minuten-Chart oben bleibt auch weiter abwärts. Die Chance hier an dieser Marke mal zu kaufen war da. Ich habe es jetzt nicht so gut umgesetzt. Volatilität. Muss ich mich irgendwie erstmal dran gewöhnen, dass ich mich hier wieder an 40 Punkte Kerzen im 5-Minuten-Chart gewöhne. Das merke ich gerade, habe ich jetzt noch so noch nicht. Ja. Ja, und ansonsten muss man halt überlegen, ne, ob man jetzt den Trend hier folgt. Aber die Frage ist, wie wäre man jetzt in diesem Seitwärtsgedöns auch in diesen Trend reingekommen? Bleibt ja eigentlich nur dieser einzige Punkt hier, ist der, dass man hier von aus dann runtergeht, mitgeht. Und hier in diesem Seitwärtsgeschachtel kann man nochmal in der 1-Minuten-Kerze reingucken. Ja, da ist es denn, ja, da muss man halt bereit sein, diese Range, aber das ist natürlich auch so eine kleine Range. Ne? Also müsste man, jetzt gucken wir nochmal, ob hier ein Ort auf der 80 hier liegt. Ja, da hätte man hier bereit sein müssen, diese Range hier zu handeln. Ja? Also diese hier, das. Ja, und das hier so. Ja, vielleicht muss man da auch wieder hingehen. Ne? Also im Nasdaq ist ja schon so, dass durchaus solche Ranges man dann auch durchaus mal handeln kann. Aber das habe ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Da müsste ich mal warten, wenn jetzt da mal noch mal ein paar Tage ins Land gehen, dass man das dann wieder sieht. Auf der 80 lagen wieder ein paar 40 Kontrakte. Aber ich bin ja irgendwie nicht bereit hier. Also irgendwie habe ich jetzt gedacht, möchte ich irgendwie nicht überrollt werden. Mal gucken, ob es jetzt gut ist, nicht zu klicken. Mal sehen. Aber es ist schon ganz schöner Bums drin. Auch hier, auch die neue 15-Minuten-Kerze vom Framing direkt durch die Extension auch durch. Man sieht hier auch das Volumen auch nochmal richtig nach oben geschossen. Ja, und einige Werte jetzt wieder umgedreht.
Ja, also hier unten, ich springe jetzt nicht einfach Short rein. Ja, also wenn man den Short hier sucht, also wenn man da auch das Setup nimmt, also vom Setup her, wenn man wirklich davon ausgeht, dass man hier mit Short rein möchte, und wenn man jetzt nochmal das in Bezug nimmt auf das, was im Skype Trading Kurs kommt, dann wäre es so, wenn man davon ausgeht, dass man auf der höheren Ebene, dann gibt es zwei Varianten, also entweder den prozyklischen Short direkt hier knapp darunter, den man aber eher in den seltensten Fällen macht, außer man erwartet wirklich einen Breakout im Sinne des Trendes. Da kann es halt sein, dass man halt genau das Hoch oder das Tief halt verkauft. Man kann man erstmal auf der verkehrten Seite drin sein. Und der zweite Trade wäre dann erst unter dieser Signalkerze als Setup. Und dann müsste man jetzt hier gucken, dass man Richtung 20.100, 20.074 dann auch mit runterkommt. Aber das wäre mir einfach, wie gesagt, von dem, was der Markt jetzt hier gemacht hat, ist mir das einfach zu weit. Ja. Aber gut, wenn es rollt, dann rollt es. Ne? Also so ist es jetzt nicht. Aber man muss halt für sich überlegen, bin ich bereit, jetzt prozyklisch hier den Short zu greifen oder nicht. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es jetzt auch nicht als Idee. Wie gesagt, ich hätte irgendwie eine deutlichere Erholung gerne gesehen, um dann zu überlegen, einen Short Trade einzugehen. Aber jetzt hier direkt prozyklisch Short reinzugehen, ja, war jetzt nicht meine Idee, habe ich nicht auf dem Schirm. Von daher muss ich es ja auch nicht machen. Ja, also sollte man sowieso machen, wenn man die Idee nicht hat, ja, dann sollte man den Trade auch nicht eingehen. Und Umgekehrt ansonsten. möchte darauf schon die obere Etage genauer betrachten jetzt. Also sehr stabil oben. Ah ja, gut, hat ja, auch mit neuer Stunde hier. Ja, direkt auch jetzt weiter. Sieht auch gut aus. Der hat's im Framing eigentlich ein bisschen besser jetzt gemacht, ja, mit dem 5-Minuten-Framing, also hier die Eröffnung. Ja, ich habe es jetzt hier nicht an im Future, ja, da. Und dann hier das nächste. Ja, auch alles gehalten im 5-Minuten-Chart sieht dann schon gut aus. Ja. Und auch das Schöne ist, in diesem Framing auch viele Lunden. Also in einem bullischen Framing will man halt dann schon auch gerne solche Lunden sehen. Ja, dass man einfach sieht, okay, der kommt innerhalb der 5 Minuten noch ein bisschen zurück und kauft die aber zum Ende der 5 Minuten, genauso wie jetzt hier. Das ist eigentlich schon auch ganz gut gemacht, ne, wenn der jetzt hier weiterzieht. Also wie gesagt, im Future wären wir jetzt bei 41.400 hier gleich. Zack, 41.400. Ich weiß jetzt nicht, wo wir im CFD stehen, da ich habe den jetzt hier nicht offen. Ja, und hier mit neuer Stunde zu sagen, ich hüpfe da direkt drauf, das ist halt einfach auch nicht meins. Ja. Hier sieht man jetzt, das ist schon echt. Ja, das ging ab, wirklich ab Mitternacht langsam los und eskaliert jetzt hier auf der Unterseite. Hier können wir auch nochmal das Framing anmachen. Ja, also hier komplett die bärische Seite. Ja, da lasse ich den, glaube ich, jetzt auch durchwackeln. Ja, würde ich mal so sagen. Also da muss ich mich jetzt nicht engagieren. Also ich habe einfach keine Idee. Und da jetzt einfach reinzukaufen, weil ich der Meinung bin, also wie gesagt, ich würde es halt machen an so Marken, die ich da für plausibel halte, so eine 80er, 20er Marke. Vielleicht noch so eine Extension im Framing wäre noch was. Das wäre jetzt hier im Stundenchart. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit zu sagen, okay, da könnt ihr noch ein bisschen korrigieren. Ja, muss man aber sehr schnell sein, weil wenn überhaupt keine Erholung kommt, kann es sein, wenn man 10 Punkte zu hoch klickt, dass man einfach der Einzige ist, der Letzte ist, der hier gekauft hat. Und beim Short muss man, das Einzige, was man beim Short überlegen muss, ist, läuft der erst weiter, bevor wirklich eine Korrektur kommt. Wenn keine Korrektur kommt, ja, dann ist man auch jetzt, selbst wenn man jetzt noch einen Short klickt, der auch gut dabei. Aber da wir ja auch immer mal nach links gucken in die Vergangenheit und dann sehe ich da halt diesen Abverkauf, dann ist halt die Frage, ist das schon tief genug? Ja, und klar kann es auch sein, dass das noch lange nicht tief genug ist. Und dass er halt, wie gesagt, in Richtung 20.100, 20.074 auch heute noch locker fällt. Ja. Und wenn es dann wirklich richtig rattert im Karton, kann es sein, dass wir jetzt gerade mal die Hälfte gesehen haben. Und ja, also wir haben das ja schon mal gesehen. Wir können uns ja auch hier vielleicht nochmal diesen ersten starken Abverkaufstag angucken. Der sah doch bestimmt auch so krass aus, ne? Also hier,
Gut, da ging es ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4 Stunden. Ja, wo denn hier hinten? Ja, 4 Stunden. 5 Stunden. Also ab US-Eröffnung einmal kurz oben raus. Ach nee, das war hier vorbörslich. CPI News waren das, glaube ich. Und dann ging es ja hier nur auch jede Stunde halt deutlich abwärts. Und wenn man das sieht, dass hier dann auch so Stundenkerzen sind mit ja, auch 180 Punkten. Ja, hier nochmal 180 Punkte dran. Also da ist schon was möglich. Was man jetzt sieht, das hat man, also da muss ich sagen, das sieht man eigentlich nicht so oft oder dadurch, dass die Märkte ja jetzt immer gestiegen sind, hat man es einfach noch nicht wieder so oft gehabt. Aber worauf man jetzt mal gucken kann, das fällt mir jetzt hier auf, bei der Order auf alle Fälle, ist, dass das Framing selbst im Minutenchart dann schon selten dreht und das ist mir hier jetzt aufgefallen, die Minutenkerze, diese 2 Minuten hier hoch, sind wirklich nur bis an das Hoch davor gelaufen und dann ging es jetzt hier schon wieder ein Stück weiter. Jetzt sind wir schon bei der 20.120. Hat jemand an dem Tief irgendwo einen Short gemacht? Also, wie gesagt, hätte mich ja nochmal interessieren. Ja, der ein oder andere macht's. Aber wie gesagt, ich habe da keinen Zugang dafür. Und meine persönliche Erfahrung ist ja auch die, prozyklische Trades sind bei mir in der Mehrzahl der Fälle eigentlich eher keine guten Trades. Ich gucke noch mal schnell rein bei Twitch. Übrigens Nvidia jetzt minus 6%, auch alle anderen starke Ja. Minus, Meta 3,5, selbst Genau. eine Microsoft aktuell minus 2. StereoTrader hat geschrieben, Heiko handelt den Nasdaq als CFD. Nee, den Nasdaq als Future. Deswegen sind die Werte, die ihr hier seht, vielleicht auch andere, die ihr habt. Ja. Müsst jetzt gucken hier, US Tech. Das wäre jetzt hier der US Tech. Quatsch, ja, US Tech. Da stehen wir bei 19.928. Ja. Und der Future steht jetzt bei 20.120. S&P 500 zieht jetzt auch an, neues Tagestief. Dann ja, also wie gesagt, ich lasse das Ding ja durchrollen. Ich habe den Short nicht geklickt. Wie gesagt, bei über 400 oder über 300 Punkten jetzt vor Börse. Überlegung ist natürlich, dass es das hier nach unten durchrollt. Ich kann nicht oder ich werde auch nicht hier prozyklisch Short reinsteigen. Und von daher ist das Ding dann für mich jetzt halt gelaufen, ja, dass die Kasse halt direkt dann hier mitmacht. Und ja. Aber das Schöne ist natürlich, wenn man jetzt, also wenn das jetzt so ein bisschen Bestandteil wird, dass der Nasdaq hier mehr in den Korrekturmodus geht und vielleicht man sich dann auch über die Tage dann auch darauf eingestellt hat, dass das dann wieder eine neue Volatilität hat, mehr wieder Dynamiken hat im Trend und so, wie gesagt, im Urlaub, also jetzt zum Ende des Urlaubs oder jetzt in meiner ersten Woche jetzt hier nach dem Urlaub. Ist das jetzt mal schon ja, eine der längsten Kerzen, die letzte Woche Donnerstag, wo ich noch im Urlaub war, die hatte jetzt auch 600 Punkte gehabt und die hier hat jetzt aktuell auch ja um die 550 Punkte schon. Dann kann man auch sein Trading drauf anpassen. Ja, also von daher muss man ja halt gucken, dass man wieder mit anderen Stops arbeitet, dass man auch sagen kann, okay, wenn diese Trends jetzt wieder öfters vorkommen, dass der Nasdaq halt wirklich sehr trendig ist und auch mal 600 Punkte am Stück laufen kann, dass man dann auch bereit ist, dann zu sagen, okay, wir sind 300 Punkte gefallen, dann kann ich auch am Tief nochmal die Shorts suchen. Das ist aber jetzt, wie gesagt, einer von den letzten beiden Tagen, die so massiv gelaufen sind. Und ansonsten haben wir das ja hier, wenn wir jetzt uns das mal anschauen, ja auch schon lange nicht mehr gehabt, dass so eine starken Kerzen, ja, und das kann jetzt wieder so eine neue Phase einfach sein ja, für das Verhalten am Markt. Ja, und da muss man sich dann wieder drauf einstellen. So würde ich es jetzt mal sagen. Also mal gucken, wie jetzt die Volatilität die nächsten Tage bleibt. Für mich jetzt war es erstmal too much.
Ich wollte, weil gerade jemand auch noch geschrieben hat, Bernie auf Twitch, dass ich hier versucht habe, den Trend abzufangen im M1. Ich habe einfach nur die Reaktion gehandelt. Das war die Idee. Ich denke mal, das habe ich auch erklärt, die Reaktion an so einer Marke zu handeln. Und wenn die Reaktion entsprechend halt da ist und sehr schnell läuft, nach ein, zwei Antatschern, dann kann man damit auch ganz gut was abholen. Wie gesagt, gestern die Reaktion am Tageshoch ging es einmal hoch an die 80 ran und dann wieder runter. Dann ist das, denke ich mal, okay. Also jetzt läuft, wie gesagt, mit neuer Stunde erstmal hier die Order einfach durch. Ja, und da wird liquidiert, was das Zeug hält. Und dann lassen wir das halt so durchlaufen. Wer halt für sich da Setups hat, um in diesen Trend halt einsteigen zu können, der kann das natürlich machen. Man sieht jetzt auch, ich habe jetzt ja auch nicht weiter reingegriffen für einen möglichen Long Trade, weil es keine Long Option gibt. Wie gesagt, hier sah es durchaus okay aus. Es gibt Möglichkeiten, dass der Markt hier so eine Unterstützung halt hält. Was halt gefehlt hat, ist einfach, dass er halt zwei, drei Kerzen in Folge oder eine starke 5-Minuten-Kerze uns gezeigt hat. Hat er nicht. Haben jetzt nichts Großartiges verloren mit dem Gewinn aus dem DAX Trade heute Morgen, alles IO. Ja. Gut, ich bin mal gespannt, wie weit sie den Markt denn hier abverkaufen werden. Für jetzt würde ich erstmal sagen, würde ich es wahrscheinlich so belassen. Wir können, also weil jetzt ja gerade schon hieß, in der Kasse, wir können uns hier auch mal schnell angucken, wie die Kasse so ausschaut, dass ich euch das auch nochmal schnell zeige. Weil da sieht man es dann auch nochmal, wie da die Einzelwerte hier nach unten drücken. Und ich selber würde, wie gesagt, ich brauche halt für einen Short Trade ein bisschen mehr als Rücksetzer. Ich möchte immer, was ich halt gerne sehen möchte, ist, wenn der Markt halt hier nach unten fällt, so über ein paar Kerzen, dann möchte ich schon sehen, dass wir auch ein paar Kerzen nach oben steigen, so dass sich hier, wenn man so will, so ein Raum ergibt. Und hier habe ich dann, wenn dann der Markt wieder anfängt zu fallen, habe ich halt die Möglichkeit dann auch wenn der Markt dann wieder runterfällt, dann ist das hier mein Spielraum, den ich habe, wo ich halt überlegen kann, dass, wenn der Markt wirklich im Trend fällt oder nur bis ans letzte Tief fällt, ist das meine Chance, die ich habe, wenn ich dazu ein passendes Risiko habe. Dann habe ich da auch einen guten Trade. Wenn man sich jetzt aber das genau das hier mal anguckt in diesem Bereich, dann gab es das nicht. Es ging ja einfach nur runter, seitwärts und weiter runter. Und von daher gab es diesen Raum nicht. Also der Markt hat mir keinen Raum eröffnet, um halt eine Attacke zu starten, wenn man so will, hier als Beispiel in den Short Trade in hier reinzugehen, ja, und dann mitzugehen. So. Und wenn es das halt nicht gibt, kann ich trotzdem sagen, wenn der Markt halt an den Tief rankommt, ich probiere den Long, weil es kann ja auch immer sein, dass der Markt auch eine Trendumkehr hinlegt. Ja. So, dass das vielleicht nochmal das Verständnis dazu. So, wenn er jetzt hier sich über ein paar Minuten erholt, ja, dann würde man überlegen oder würde ich dann überlegen, ob ich dann noch vielleicht nochmal einen Short aufmache. Ziel wäre halt, wie gesagt, die 20.074 hier im Future. Ja, und wenn es noch tiefer geht, dann von mir aus. Gut, jetzt gehe ich nochmal schnell mit euch hier rein in den Intraday-Chart, wo man nochmal sieht, wie jetzt so die Einzelwerte aussehen. Naja, sieht man jetzt nicht ganz so gut. Warte mal, Chartgalerie. Machen wir hier die Chartgalerie an. Das sieht uns eigentlich immer ganz gut. Sortierung nach Marktkapitalisierung. Oh, schon.
So, naja. So, jetzt aber. Sortierung nach. Marktkapitalisierung, bin ich ja doof. So, hier sieht man jetzt die ganzen Einzelaktien. Man sieht eigentlich gar nicht so gut, weil natürlich jetzt doch die halt, wie gesagt, vom Start aus halt hier nach unten gefallen sind. Ja, aber da sieht man schon, dass jetzt hier auch zum Ende hin die Einzelwerte dann wieder jetzt wieder hier im Trend nach unten gehen. Also so sieht es aus, jetzt wenn man die Kasse sich anguckt. Ja, vielleicht können wir hier nochmal den Handelsplatz ändern auf. Und schwarz, da hat man ein bisschen mehr mit dabei. Ja, hier sieht man es jetzt ein bisschen besser. Ja, also das ist hier die Eröffnung. Also das hier alles die Vorbörse. Hier sieht man dann grob der Peak, da nach oben ist die Eröffnung. Und seitdem sieht man hier, wie die anderen Aktien dann hier auch nochmal ordentlich Gas gegeben haben. Und hier die Tesla-Aktie, die sich erst so schön erholt hatte, auch wieder abverkauft. Ja, und so wankt das nach unten hier Amazon richtig deutlich. Ab Handelseröffnung nochmal richtig Gas nach unten gegeben. Naja, und deswegen rollt dann der Markt dann halt auch so nach unten durch. Wie gesagt, ich für meinen Teil müsste jetzt halt warten, bis der Markt sich hier von der Struktur her irgendwas ergibt. Und wenn nicht, dann gehe ich halt raus. Dann war es das halt für heute erstmal und kann man ja am Abend nochmal gucken. Jetzt ist er ganz knapp hier vor der, naja, doch die 100er Marke hier im Future haben wir jetzt ja gesehen. Ja, mal sehen, wie weit es da geht. Gut. Also abwarten und Tee trinken oder Kaffee und dann halt wirklich warten, bis dann die Struktur sozusagen einen da reinbringt. Na, je nachdem, was man dann halt für sich selber dann für ein Setup halt hat, worauf man dann schaut. Wie gesagt, ich schaue auf die Kerzen an sich. Orderflow ist halt im Future, im Nasdaq. Da muss halt schon mal so öfters eine 80 Kontrakte, 100 Kontrakte Orders dann auf einen gewissen Preisbereich halten. Dann wäre das noch mal eine Idee. Ansonsten würde ich dann gucken, wie weit jetzt der Markt halt sich erholt. Und wenn er sich dann fertig erholt hat, das wäre dann so die Idee für mich, da zu überlegen, dann noch mal in den Short reinzugehen, in den Widerstandsbereich. Das wäre so die Idee, die ich da mit auf dem Schirm hätte. Ja. So. Gut. Ja, dann gehe ich noch mal durch alle Fragen durch oder durch alle Bildschirme und dann wäre ich eigentlich soweit durch für heute. So, gucken wir hier nochmal schnell. Ich glaube, da gab es auch keine neuen Fragen. Werner schreibt, Nasdaq ist für meine Nerven nichts. Wie gesagt, es gibt halt auch Zeiten, wo der sich schon auch ganz gut bewegt und da ist dann halt der DAU halt weniger. Also es gibt Zeiten, da war ich, dachte ich immer, oh Mann, die jetzt im DAU traden, das ist ja wirklich eine Totgeburt, so wie der da manchmal so in der Range dann war. Wenn man dann abends sich dann mal in den Chart reinguckt oder sich einen Stream da vom Dirk anguckt und denkt sich, oh Gott, und sieht aber im Nasdaq halt schöne Bewegungen. Und jetzt ist vielleicht genau umgedreht, ne? Dass der DAU halt für einen gesehen halt besser läuft. Die Frage prinzipiell ist, vielleicht für sich allgemein kann man mal überlegen, sollte man die Märkte wechseln, ja oder nein? Das ist vielleicht noch was. Und das ist so auch das, was ich dann, was man, oder entscheidet man sich, handle ich nur den DAU und nicht den Nasdaq und sage mir, ich gehe da halt mit dem Markt dann durch die guten und auch durch die schlechten Zeiten gemeinsam halt durch. Ja, es kann durchaus sein, das war halt bei mir dann irgendwann mal der Fall, dass ich immer gewechselt habe und dass immer, wenn ich dann gesehen habe, oh, als Beispiel, der DAU bewegt sich ja gut, ich wechsle auf den DAU wieder, dann nächsten 3 Tage lief denn der DAU nicht gut und dann lief der Nasdaq halt wieder besser und ja, ich habe mich dann halt irgendwann entschieden dann für den Nasdaq halt. Ja, weil auch im Nasdaq ich meine, also meine Setups, die ich halt trade, liefen halt auch im Nasdaq besser als das, was ich im DAU gehandelt habe. Und das ist ja auch was,
wenn man dann seine Trades auswertet und dann zum Ergebnis kommt, dass das, was man als Setup für sich handelt, in einem Markt halt besser funktioniert als im anderen, dann nimmt man natürlich den da, wo es besser funktioniert, ganz klar. Ja. Gut. Dann hier nochmal schnell bei Trader Pulse reingeguckt, was da noch kam. Und ja. So. Gut, da habe ich dann soweit alles. An der Stelle, erste Live-Trading, okay. Wie gesagt, die Idee prozyklisch oder es gab für mich einfach hier kein Short-Entry. Der Markt ist zu wenig gestiegen, um weiter für den Short in Richtung der 20.074 da reinzukommen. Und am Tief prozyklisch Short ist halt nicht meins. Deswegen kein Short-Trade. Das ist eigentlich die Zusammenfassung für heute. Und dann läuft so ein Markt auch an mir vorbei. Ist aber auch nicht schlimm, wie gesagt. Irgendwann im Laufe des Tages wird es wieder eine Chance geben, egal ob für Long oder für Short, für die entsprechenden Punkte. Und die wird man dann eventuell treffen, wenn man weiter dran bleibt. So, Nelson, letzten Worte für dich. Würde ich mal Für sagen. mich? Ja. Schieß mal los. Ach so. Nee, ich wollte anders sagen. Als sollte eine Überleitung, aber klar, für dich heißt ja, ich müsste dir ein Geständnis machen, ja, was nicht zu sagen. Nein, aber ich sage auf jeden Fall schon mal danke für das Webinar jetzt nach deinem Urlaub wieder. Hat mich mega gefreut. Natürlich an alle, die dabei waren, auch die Gäste im Hintergrund, TraderPulse, Dirk, Andreas. Vielen Dank für das Interesse und ich schließe mich hier Werner an. Wieder Top-Webinar. Freue mich auf den nächsten Termin, 14. August, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und ja, wünsche allen noch einen schönen, erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche. Und jetzt überlasse ich dir das Schlusswort. Ja, ich wünsche euch auch noch eine schöne Zeit, gute Trades. Und wenn ihr mit dem Markt nichts anfangen könnt, so wie ich jetzt heute gerade, just in der Situation, dann geht's raus in den Garten oder macht irgendwas anderes. Besser als wenn man hier versucht, mit dem Markt sich anzulegen, zu fighten. Das würde ich nicht machen. Zieht man meistens den kürzeren und deswegen ansonsten halt Geduld üben, bis euer Setup halt kommt. Bei mir gab es heute nicht wirklich ein Setup und deswegen halt auch so wenige Trades oder keine Trades oder nur den einen oder anderen Versuch. Und das möchte ich euch hier mit an die Hand geben, nicht zu handeln, weil man denkt, dass irgendwas oder was nicht passieren kann, sondern weil man halt ein entsprechendes Setup hat, ein Regelwerk, was einen dann zum Einstieg ja, das Go gibt für den Einstieg und wenn das nicht da ist, dann entweder was anderes machen, Alarm legen oder halt geduldig warten, bis es kommt. Ich freue mich drauf, wenn wir uns am 14.08. wiedersehen. Ansonsten, wer mag, morgen für den DAX gibt es auch nochmal früh um 8:30 Uhr entsprechend hier den guten Morgen DAX und mal sehen, ob da der Markt dann wieder so gut läuft, wie ich das heute auch analysiert habe. Ist natürlich auch immer so ein bisschen gut, wenn das auch zusammenpasst, wie man den Markt analysiert und der läuft dann so. Wie gesagt, heute im Nasdaq hatte ich nicht so den Zugriff auf den Markt, aber ist für mich okay. Dann war noch eine letzte Frage. Moin Heiko, schön, dass du wieder aktiv bist. Nach deinem Urlaub gibt es die Aufzeichnung. Ich sage ja, die wird der Nelson oder FX Flat dann entsprechend dann später auch zur Verfügung stellen und auf dem Kanal von FX Flat ist das Ganze dann abrufbar. Genau, da einfach So mal ist reinschauen. es. Kanal abonnieren von FX Flat und da habt ihr das dann mit der Zeit und könnt euch auch nochmal den Ausbildungsanteil dann anschauen und gucken. Genau. Jo. Dann auf in den Garten. Bis bald. Tschüss, tschüss. Ciao.